Nachdem die SD-Karte eingelegt wurde, müssen die Daten noch manuell installiert werden. Das macht man hier unten ganz einfach über das Setup-Symbol auf der Karte. Dann auf Speicher verwalten, meine Sonderziele aktualisieren und bestätigt die Meldung dann mit aktualisieren. Das System zeigt dann an, welche POL-Datenbank man installieren möchte. Dort geht man auf Weiter und dann beginnt das System mit der Installation. Aus technischen Gründen kann immer nur eine Datenbank installiert werden. Diese wird aber bei der nächsten Aktualisierung einfach überschrieben. Also eine vorherige Löschung der Daten ist nicht notwendig. Wenn man eine neue Zusammenstellung haben möchte, die kann man sich dann ganz einfach über die POI-Base-Software auf dem PC auf die SD-Karte laden und neu im Auto installieren. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, bestätigt man dies mit OK und landet dann wieder auf der Karte. Jetzt müssen die Kategorien natürlich noch zur Anzeige aktualisiert werden. Dazu geht man wieder auf der Karte unten auf Setup, dann auf Karte und wählt dann Kategorien für Sonderziele auswählen. Hier werden neben den jetzt gerade installierten auch die bereits vorinstallierten POIs angezeigt. Aus technischen Gründen, es sind immer nur 10 Kategorien möglich, die man installieren kann. Deswegen haben wir jetzt hier zum Beispiel zusammengefasste Kategorien für alle unsere, jeweils für alle unsere festen und jeweils für alle unsere mobilen Blitzer installiert. Da haben wir hier zum Beispiel einmal die mobilen Blitzer und hier die stationären Blitzer. Der Vorteil von den zusammengefassten Daten ist, dass man sich dann nebenbei noch sehr viele weitere Kategorien auswählen oder weitere Kategorien auswählen kann. Zum Beispiel hier den Campingführer oder nehmen wir einfach mal auch unsere Notdienstapotheken. Sobald das Ganze ausgewählt ist, kann man wieder zurück auf die Karte gehen und sieht dann, dass die Daten installiert werden und auch angezeigt werden. Sehr schön ist hier auch zu sehen, dass man zum Beispiel bei den Campingdaten, wenn man den POI anklickt, hier auf weitere Informationen gehen kann und dann hier noch zusätzliche Informationen zu dem jeweiligen Campingplatz sieht. Bei dem waren jetzt nicht so viele Infos dabei. Schauen wir mal hier. Genau hier haben wir zum Beispiel auch die E-Mail-Adresse noch mit bei. Oder hier oben auch die Bewertung der Gäste, die Telefonnummer und die Öffnungszeiten. Das Ganze auch ganz gut ersichtlich auf den Apotheken-POIs, wo man dann auch direkt immer in der Karte sieht, aha, ist das jetzt eine Apotheke, die ich ansteuern kann, weil die heute offen hat oder nicht. Auch wenn man hier rauf geht, erfährt man weitere Informationen, zum Beispiel um die Apotheke anzurufen. Bei den Blitzerdaten ist es so, dass man natürlich davor auch gewarnt werden möchte. Diese Warnung muss auch nochmal separat aktiviert werden. Dazu geht man wieder in der Karte unten auf Setup, dann auf Navigationsansagen und muss dann den Hinweis meine Sonderziele aktivieren. Der ist jetzt hier schon aktiviert. Falls nicht, einfach einmal raufklicken und das Ganze ist abgeschlossen und man wird bei der Vorbeifahrt bei einem Blitzer gewarnt. Hier werden auch die Tankstellen angezeigt, die wir installiert haben, in verschiedene Kategorien unterteilt. Hier sind einmal zum Beispiel die grüne Tankstelle, das ist eine recht günstige oder vergleichbare günstige Tankstelle. Dann die gelben sind im mittleren Preissegment und die roten haben eher einen teureren Preis. Wenn man hier auf eine Tankstelle raufgeht, kann man hier auch weitere Details abrufen und erfährt hier zum Beispiel auch die Tankpreise und den Stand der letzten Aktualisierung, wann der Preis das letzte Mal geupdatet wurde. Wenn man einen POI auswählt, kann man sich natürlich auch hier wie bei allen anderen POIs hinführen lassen, direkt die Zielführung starten und könnte so direkt zur Tankstelle kommen. Ja, für weitere Informationen besucht poibase.com oder nutzt unsere Software, um euch viele weitere tolle Daten auf eure Navigationssysteme zu laden.